Hey, Robbe hier und heute im Video gehe ich kurz auf das Event ein. Es läuft zwar schon ein paar Tage, aber irgendwie gibt es da immer noch so ein bisschen Unstimmigkeiten. Ich muss auch sagen, am Anfang habe ich da auch nicht so richtig durchgeblickt. Wir schauen gleich wirklich nochmal kurz rein und ich erkläre euch kurz das Wesentliche, worauf ihr achten müsst. Zudem letztes Mal Lucian Spotlight gebracht. Danke für die tollen Kommentare, für die Daumen. Echt klasse, freut mich riesig, dass euch das Video so gut gefallen hat. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist wirklich aufwendig, sowas zu machen. Aber wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, lasst die Daumen da, freut mich sowieso immer, wenn wir immer ein paar Daumen zusammenkriegen. Das motiviert mich immer weiter, auf jeden Fall Videos zu machen. Dann schauen wir uns natürlich meinen Lucian gleich an. Er ist fast maxed. Ich habe ihm Runen gegeben und da werden wir gleich auf jeden Fall mal in die Arena gehen und zeigen, was der Lucian alles so Gutes kann. Vorher kurz nochmal Freundschaftsevent. Ganz kurz gehe ich darauf ein. Also hier oben, wählt hier oben einen Freund, vielleicht jemanden, den ihr aus dem Real Life kennt und so weiter. Wählt denjenigen an. Dann müsst ihr hier gucken, Missionsverlauf von meinem Freund, klickt ihr einfach drauf. Und euer Freund muss drei Missionen von diesen Missionen, die hier stehen, zum Beispiel Monster-Aufwertung kann ich da noch erkennen. Szenario Dungeons 30 von 30. Ich erkenne es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber er muss drei Missionen davon erfüllen. Dann könnt ihr euch für diese drei erfüllten Missionen 30.000 Mana und ein bisschen Energie abholen. Das war's dann zur Mission von eurem Freund. Ihr müsst hier oben nicht dann den Freund wieder wechseln und so weiter. Ihr könnt diesen Bonus nur einmal am Tag abholen und ihr habt dazu aber 5 Freunde zur Not, könnt ihr auswählen, falls vielleicht euer Kumpel mal den ganzen Tag nicht da ist oder hat es nicht hinbekommen und so weiter, dann könnt ihr oben einen anderen Freund anwählen, vielleicht hat der andere Freund das ja bekommen oder geschafft und dann könnt ihr es bei dem abholen, aber ihr könnt es nur einmal abholen. Dann zu meinem Missionsverlauf. Achtet einfach drauf, dass ihr alle Missionen, die hier stehen, einfach absolviert und fertig. Dann könnt ihr hier unten direkt euren Bonus einsammeln, hier 10.000 Mana-Steine, 30.000 Mana-Steine, Energie und so weiter, könnt ihr alles abholen. Und zudem können eure Freunde, wenn euer Freund euch gewählt hat, kann er natürlich auch für sich die Belohnung auch abholen. Das ist eigentlich dazu relativ easy eigentlich. Und hier unten, fülle die Freundschaftsanzeige auf. Also wie gesagt, macht einfach immer eure Mission. Eure Kumpels sollen die Mission machen und dann bekommt ihr hier unten immer diese Punkte. Und wenn ihr dann 30 Punkte habt, könnt ihr euren Devilmon einkassieren. Zudem 150 Kristalle, Booster, Schriftrollen und so weiter und so fort. Eigentlich easy. Eigentlich echt easy. Super Event auf jeden Fall von Come to Us. Was Einfaches, an einen Devilmon zu kommen, aber es geht gar nicht einfacher. Vor allem diese Mission, die wir hier ja machen, die machen wir sowieso eigentlich täglich. Machen wir eigentlich, okay, Monsterauswertung 5 von 5 und was weiß ich, das schafft ihr easy. Also macht eure Mission, euer Kumpel soll eure Mission machen. Zur Not wechselt ihr euren Freund oben, habt ihr 5 Versuche und dann sackt die Belohnung ein. Okay, kommen wir jetzt zu meinem Lucian. Ich hatte letztes Mal ja schon ein Video gezeigt. Jetzt ist er auf Level 38, also fast voll. Aber auf diese paar Attack-Punkte kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Wie habe ich ihn geruhnt? Mit Attack, Crit Damage, Attack. Leider fehlt mir hier die 6-Sterne-Rune und unten auch nochmal die 6-Sterne-Rune. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch deutlich mehr Damage drin. Aber es knallt jetzt auf jeden Fall auch schon richtig. Zudem habe ich hier noch, ja, Subsets sind okay. Nichts Dolles dabei. AC10 bräuchte ich auch nicht unbedingt. Crit-Rate hier ist nicht schlecht und hier oben geht ein bisschen Speed mit rein, denn für meine Kombi brauche ich halt ein bisschen Speed, das hatte ich im Video auch schon mal gesagt. Fertigkeiten auch nichts hochgelevelt, das heißt, hier geht auch noch einiges. Das heißt, ich schätze mal, da geht fast noch, ja nicht doppelt so viel, aber fast. Wenn man hier nochmal die Runen richtig aufwertet, also könnte ich bestimmt über 2000 Attack mindestens schaffen und Crit Damage habe ich auch Lucians schon gesehen, die über 200% Crit Damage hatten. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, aber okay, ich denke mal, trotzdem kann ich auf meinem Arena-Bereich 1400 viele Gegner einfach so weghauen und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Gehen wir mal in den ersten Gegner rein, das gefällt mir schon richtig gut, denn wir haben hier Wassermonster, das ist natürlich richtig nice. So sage ich eigentlich immer Luft. Wind geht natürlich auch und hier Licht ist natürlich auch kein Problem. Ich nehme jetzt für meine Kombi vorne mit drinne, auf jeden Fall Bernhard, der das Team sofort einmal Aufwind gibt, Speed gibt, Attack-Leiste gibt, zudem verbündeter Monster Angriffskraft um 30 nochmal hoch. Davon profitiert natürlich Lucian und als zweites, weil ich natürlich keinen Double Lucian habe, nehme ich Tesha auf jeden Fall Net 5 Phoenix
Wind auch richtig stark. Hier volle Rune, Attack, Crit, Damage, Attack. Besser geht's hier eigentlich fast gar nicht. Selbst diese Rune ist aufgewertet mit 16% Attack. Und man sieht es auch hier, 1098 plus knapp 1900, sage ich einfach mal. Das knallt auf jeden Fall ordentlich. Warum hier 65% Crit-Rate und hier auch bei Lucian nur 56% Crit-Rate? Die Sache ist einfach, dass natürlich hier der Quibbesuhuf, wo auch immer man ihn ausspricht, er mir hier nochmal Crit-Rate gibt. Und deswegen komme ich auf eine ordentliche Crit-Rate und das knallt dann schon ordentlich. Deswegen brauche ich da nicht ganz so viel Crit-Rate. Okay, gehen wir mal rein. Tessa, muss man sagen, haut nicht so stark rein wie Lucian. Auch jetzt mit den Runen nicht, obwohl Tasha wesentlich bessere Runen hat, liegt einfach daran, dass Lucian die Death ignoriert. Ist es aber so, dass die Armor, ach, dass die Gegner Armor Break haben, dann macht auf jeden Fall Tasha wesentlich mehr Schaden als Lucian. Aber okay, so soll es sein. Aufwind kommt raus von Bernhard. Jetzt direkt kommt der Buff drauf. Attack und Crit Rate geht mit drauf, das heißt voll gebufft. Mehr geht gar nicht. Und jetzt kommt erstmal Unwetter. Und wir schauen mal, wie viel Damage das macht. 17k hier auf Shazoon. Jetzt schauen wir mal, was eine Karte macht auf Shazoon. Bin ich mal gespannt. 6k sind 18k hat Lucian hier gemacht. Und 17k Tasha. Es liegt natürlich, oder es kommt natürlich darauf an, wie viel Death hat der Gegner. Wenn der Gegner natürlich viel Death hat, dann macht Tasha wesentlich weniger Schaden. Hat der Gegner fast gar keinen Death, macht Tasha mehr Schaden. Aber overall muss ich schon sagen, glaube ich, na komm, probieren wir das Ganze. Ah, das sind zwei Feuer, will ich doch noch nicht probieren. Overall muss ich sagen, haut, glaube ich, trotzdem die Double Lucian Kombi mehr rein als ein Lucian mit Tasha Kombo. Und jetzt muss ich aufpassen. Ich hoffe nicht, dass die Chloe so schnell ist. Oh, sie, Chloe ist nicht schnell. Da habe ich Glück gehabt. Probieren wir das Ganze nochmal. Direkt wieder Buff geht rein. Und Damage. 6k jetzt auf. Ja, ist natürlich auch Feuer. Das wird natürlich hart für Lucian jetzt. Aber da kommen auch 5k ging da durch. Krass, ey. Was? 5? Das kann ja gar nicht sein. Doch 5k und 1, irgendwas K. Das ist auf jeden Fall richtig krass, was da durchgeht. Ja, ihr seht, so, das ist am Anfang richtig nice eigentlich. Diese, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Lucian habt, holt euch und levelt ihn auf 6. Ihr kommt in der Arena. Das ist. Vor allem, man hat ja nicht immer so viel Zeit für die Arena. Aber so mit so einer YOLO-Kombo, sag ich mal, könnt ihr eigentlich relativ schnell eure Wings verbrauchen und ihr habt trotzdem die Punkte. Und die kommt auch vom Ranking her sehr schnell hoch. Aber es gibt auch so ein paar Fallen. Also ganz gefährlich ist auf jeden Fall immer, wenn die Gegner einen Bernhard haben und der Bernhard ist schneller. Oder wenn eine Chloe mit drin ist und die Chloe ist schneller. Dann funktioniert es nicht. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, worauf ihr achten müsst. Was auch noch ein bisschen schwierig ist, wenn euer Team natürlich vom Speed her nicht richtig abgestimmt ist. Aber das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Das Gott sei Dank war die Chloe da nicht so schnell. Hier ist auch noch eine Chloe, aber das ist mir zu gefährlich. Denn mir ist da noch ein Arnold gewesen, der auch Feuer ist und mega viel. Schon wieder eine Chloe. Das ist auch das nächste Problem. Hier gibt es fast überall Chloes und Bernhards. Fast immer Chloes und Bernhards. Oh mein Gott. Also bestimmt so von diesen 10 Fights, die ich da mache, oder wie viele sind auf dieser Liste eigentlich, sind bestimmt so 5 Stück. Entweder mit dem Chloe oder mit dem Bernhard. Okay, was ich gerade sagte, euer Team muss abgestimmt sein. Schaut die Gegner jetzt an, die Attack-Leisten sind alle sehr niedrig, also kein Problem. Bär natürlich als erstes, dann der Buff als zweites. Und ob dann jetzt Tasha kommt oder dann Lucian kommt, das wäre ich egal. Aber mein Lucian ist relativ langsam, sodass es manchmal passiert, dass jetzt nach Tasha erst ein Gegner drankommt und dann mein Lucian. Das müsst ihr ein bisschen, das ist das Schwierige, das müsst ihr abstimmen. Eine sichere Variante ist auf jeden Fall, wenn ihr eine Chloe mit reinnimmt. Und eine Chloe als Leaderin zum Beispiel reinnehmt, die dann einfach Fnatic bufft und euer Team eigentlich überhaupt gar keinen Speed braucht, weil ihr diesen Fnatic Buff drauf habt. Allerdings habt ihr dann nicht die 30% Attack, die Bernhard gibt für Windmonster. Aber das ist auf jeden Fall eine sichere Variante. Ich denke mal, gerade für Leute, die Lucian recht am Anfang ziehen, würde ich das mit Chloe probieren, wenn ihr natürlich eine Chloe habt. Also kommt natürlich auch wieder dazu. Wenn ihr die Chloe, müsst ihr natürlich auch erstmal haben. Den Bernhard, den bekommt ihr eigentlich relativ schnell am Anfang, könnt ihr euch farmen. So, jetzt schauen wir mal hier links beim Erzengel. Der hat auf jeden Fall richtig Death, soweit ich das weiß. Und gucken wir mal, wie viel Tasha jetzt reinhaut. Und wie viel Lucian dann macht. 10k Crit geht hier rein. Okay, und schauen wir mal bei Lucian. 6k war es, glaube ich, ist richtig. Also 10k Tasha
18k Roundabout Lucian. Da erkennt man richtig, also wenn die Gegner fett Death haben, Lucian auf jeden Fall wesentlich besser. Wenn die Gegner nicht viel Death haben, dann würde ich eher ein anderes Monster nehmen. Okay, jetzt haut ihr mal weg hier. Guck mal, wie viel das jetzt macht. 14k, ja, ohne Armor Break kommt da wirklich nicht viel durch. Obwohl, der hat auch extrem viel Armor, ey. Das ist wirklich heftig, wie viel Armor der hat. Der hat bestimmt über 1000k, schätze ich mal. Okay, gucken wir uns die nächste Kombi an. Ja, das dürfte eigentlich zweimal Feuer. Gerade mit Perna wird es schwierig durch das Wiederbeleben. Vielleicht können wir hier nochmal was reißen. Da muss man einfach Glück haben. Ich könnte natürlich auch mal ein anderes Team nehmen, aber ich will euch... Ne, komm, das spielen wir mal durch. Das spielen wir nochmal. Also wichtig ist gesagt, dass die Teams aufeinander abgestimmt sind. Wenn ihr eine Chloe habt, ist es wesentlich einfacher. Aber mit Bernhard ist es... Bernhard habt ihr halt am Anfang recht schnell, deswegen kann ich euch mit Bernhard auch nur empfehlen. Wenn ihr diesen Kribbis irgendwas Huf nicht habt, der euch diesen die Angriffskraft und die Crit-Rate bufft, könnt ihr auch Höhlen und Feuer nehmen. Der bufft auch Angriffskraft und Crit-Rate, kommt das gleiche hinaus. Und wenn ihr gerade noch andere Monster kennt, die das auch buffen, schreibt es einfach mal in die Kommentare, da gibt es glaube ich noch ein paar andere Monster, die das Ganze auch buffen. Da haut ihr einfach nochmal richtig fett raus und das ist auch sehr wichtig, weil dieser YOLO-Kombi das richtig rausknallt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Die müssen eigentlich nach der ersten Runde platt sein, die Gegner, weil sonst wird es richtig schwierig. Und die müssen auf jeden Fall als erstes drankommen. Das ist auch ganz wichtig. Okay, jetzt geh weg, Siomas. Aus Siomas, bitte, nächste Mal. Bald ist wieder Ifrit-Fusion, steht bald wieder an. Beziehungsweise, was heißt Fusion? Ifrit ziehen, meine ich, habe fast alle Stücke schon wieder. Schauen wir nochmal eben rein. Ich glaube, mir fehlen nur noch 20, 30, glaube ich. Lass mal reinschauen. Ich müsste ich auch den Regenbogenborn noch kaufen. Aber 20 noch, Leute. 20 Stücke noch. Und ich hoffe wirklich nicht, dass die beiden hier noch Besuch bekommen. Das wäre sonst richtig ärgerlich. Aber ich weiß, ich brenne auch schon mega drauf. Ich schätze mal, nächste Woche vielleicht nächste Woche, wenn ich es hinkriege. Aber ich müsste mir eigentlich den Regenbogenmann auch noch kaufen. Soll ich noch kaufen, Regenbogenmann? Dann wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Aber schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, ich sollte es machen. Okay, Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Wie gesagt, danke nochmal an die ganzen Daumen und die ganzen Likes und so für mein Spotlight Lucian. Wie gesagt, freut mich immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Und Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.